Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Letzte Folge haben wir ja so richtig gefailt, so richtig abgezackt. Waren ja dabei, die geschälte Kastanie zu suchen, aber ich Idiot habe sie direkt im Dungeon geschält, was ein Riesenfehler war, weil ich habe sie dann gegessen und echt, das war scheiße. So, immerhin können wir jetzt hier ein Flea-Up kaufen. Das machen wir mal eben. Weil, ich denke mal, wir werden immer noch keine Quests haben, die wir jetzt da drinnen absolvieren können. Und deswegen müssen wir jetzt so rein, um halt nochmal eine Kastanie zu finden. Es tut mir leid, Leute. Also zwei Folgen jetzt deswegen zu versemmeln, war nicht meine Absicht. Das gebe ich, also es ist wirklich nicht meine Absicht gewesen. Also das gebe ich hier zu. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt wenigstens nochmal die... Ach, fuck. Dass wir jetzt nochmal eine Kastanie finden. So, gucken, was wir noch brauchen. Zwei Siedelbeeren lasse ich mal drinnen. Samen brauche ich nicht. Linkbox brauche ich jetzt nicht. Auch nicht. Auch nicht. Gummi brauche ich auch nicht. Die Sonne, eine Siedelbeere, die ich nicht brauche. Ich denke mal, das war's. Können wir immerhin jetzt ein paar Sachen auch mitnehmen, wenn wir jetzt da reingehen. So. Sollte, glaube ich, reichen. So, ich gucke aber trotzdem müssen wir mal schnell am Infobrett hier, ob wir doch noch vielleicht eine Mission da drinnen zu erledigen haben. Infobrett. Da, tatsächlich, Tumultwald. Dann nehmen wir die doch mal an. Wobei, nee, ich mach mal ohne Quest, weil wenn ich jetzt U5 nur bin und wir waren ja letzte Folge U9 oder U10 mittlerweile, glaube ich schon, dann ist der Schluss. Dann können wir da schon wieder nicht rein. Und das möchte ich ja nicht. Mal gucken, was haben wir hier. Nichts mit Tumultwald. Aber wir gucken mal die Postchen an. Link Attacken 2 Anfänger. Typ Feuer und Normal. Glumanda, Glut und Heule. Feuerriegel, Silberblick und Tackle. Flammly, Glut und Heule. Evoli, Rutenschlag, Tackle. Was davon Feuer ist, keine Ahnung. Mauzi, Kratzer, Heule, Eneke, Rutenschlag, Tackle. Aber dann warte mal, nochmal lesen. Was steht da? Typ? Ah, gibt Feuer und Normal, okay. Dann lagern wir die noch. Und ja, das lassen wir mal. Dann nehmen wir jetzt hier Absoli mit. Wir haben immerhin schon einige, ne? Also. So, besuchen. Lauschen natürlich wieder ein bisschen der Musik, ne? Sobald wir jetzt hier Absoli mitgenommen haben. Bleiben wir hier noch ein bisschen stehen und gleich. Ach ja, ich mag die Melodie. So, geht's auch schon los. Ich will es euch ja nicht hier mehr antun. Schon gar nicht so lange. Ich kann es jetzt auch schon losgehen. Fuck. Ich glaube, ich habe was vergessen. Mal gucken, ob wir unterwegs welche finden. Ich habe jetzt keine Äpfel mit. Drei Gegner gleich hier, ey. Natürlich schlägt das gleich fehl. Paralysiert. Und verwirrt, so. Ich will hier weg. Hallo, kriegt ihr die mal jetzt langsam down? Oh, auch verwirrt. Lol. Was da oben? Apfel? Nee, eine Arena-Bäre. Boah, Alter. Daneben gehauen. Ich will auch ehrlich gesagt nicht meinen anderen Kameraden. Oh ja, Alter, jetzt war ich gerade mal nicht mehr verwirrt. Ich will jetzt nicht weiter. Wobei ich hätte die Chance nutzen sollen. Los, Absoli. Mach ihn platt. Ich will da hoch. Nein, nein, nein.
Ja, Kanimani ist auch nicht mehr verwirrt, Supi. Was brauch ich? Das darf ich nicht mehr verwirrt sein. Ah, so jetzt. Ich denke mal, ich werde bis U8 gehen oder U9 mindestens. Damit wir, weil ich denke, dass die Kastanien nur etwas weiter tiefer sind. Eine Singelbeere und 178, aber ich glaube, das war davor schon, ne? 178. Oh. Ich halte wohl doch am meisten aus hier. Ja, Schaden. Ach ja, es wäre cool, wenn das jetzt alle einsetzen würden. Dann schaden sie sich alle gegenseitig. Ja, geil, nochmal. Ich kriege ja immer so wenig Schaden nur dadurch. Bam. So, der nächste bitte. Ach, da unten kommt auch noch einer. So viele Knospis, die ich kaputt mache. Dann bist du jetzt dran. Boah, ganz viel Geld. Tja, irgendwie macht ihr gar keinen Schaden. Gibt aber dafür trotzdem ordentlich Erfahrung. Also knapp 100, das ist doch okay. So, ich habe alle besiegt. Kriege ich jetzt was Schönes dafür? Nein, anscheinend nicht. Also da haben wir das Geld wieder drin, was wir eben für Flea Orb bezahlt haben. Mal sogar eine Sackgasse hier. Naja, gut. Jetzt bleibt die Musik aber. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir wirklich so einen Monsterraum gefunden haben, ne? Ich glaube, wir hatten bisher keinen einzigen Monsterraum gehabt. Ist das schon etwas schade. So. Gehen wir mal nach rechts. Ein Item und das auf die Treppe. Hi, Krüngummi. Na, so. Bleibt die Musik jetzt? Nee, wollte gerade sagen. Regen? Der Fug. So, da oben ist immerhin ein Apfel. Hab gehofft, dass wir einen finden, weil wir hatten keinen Apfel mehr. Wäre nämlich ziemlich böse gewesen, wenn wir jetzt die ganze Zeit hier drin gewesen wären und ja, keinen Apfel gehabt hätten, weil wir dann nach einer Zeit verhungert wären. Ne? Wäre ja ziemlich uncool gewesen. So, hier ist noch eine Singelbeere. Singelbeeren sind immer gut. Oh nein, du behindertes Scheißvieh. Pilsifbeere. So. Deswegen sollte man immer auch Pilsifbeeren dabei haben. Oh, natürlich. So. Hier ist auch nix. Haha. Ich hätte damit jetzt auch Kanimani einen voll reinditschen können, aber... So, jetzt bin ich mehr verwirrt. So, bis Roselia hier ankommt, dauert es noch ein bisschen. Ich gehe mal rechts weiter. Dann hier. Ja, war ja klar, dass es wieder eine Sackgasse war. Na, wo ist die behinderte Treppe? Ist aber nicht dasselbe, Roselia, oder? Geben alle so um die 90 Erfahrung. Das ist nicht schlecht. So. Mit U. Und H hinten dran. U5 mittlerweile. So, ich denke mal, ich werde mich erstmal um das Vieh kümmern. Oh. So, jetzt. Und jetzt bam. Alter. Muss doch nicht gleich übertreiben. So, hier haben wir nochmal 134 Pokédollar. Da ist ein Blanas. Aus rein. Hier ist noch ein Grüngummi. Wird das jetzt eigentlich gestackt oder? Ne, wird nicht gestackt. Müssen wir mal schauen, wie das nachher im Lager ist, ob es da gestackt wird. Weil wenn nicht, dann wissen wir ja auf jeden Fall, was uns die ganze Zeit den Platz klaut. So, hier ist schon die Treppe. Blutzug nehmen wir natürlich noch mit. Hallo? Achso. Ach Quatsch. Na. Jetzt aber. Attacken. Fußkick. Fixieren. Das macht nicht so viel Schaden, habe ich das Gefühl. Wenn du mich jetzt verwirrst, ne?
Hast du fein gemacht. So. Gab Blutzug nicht auch etwas in die 90er Erfahrung? Nebel. Das heißt, dass unsere Attacken weniger treffen, ne? Also, dass der Fluchtwert von den gegnerischen Pokémon steigt. Bam! Ist der fein gemacht. Da 97 Erfahrung. Ach ja, das war auch Knospi und nicht, also Samozell und nicht, Blutzug. So, da haben wir einen Plosivsamen, hier haben wir eine Sinelbeere. Und hier sind ganze drei Gegner. Kann man auch gleich als Monsterraum bezeichnen. Nee, wir haben schon eins, danke. Ja. Also, Fußkick macht auf jeden Fall weniger Schaden. So, kommt mal weiter ran hier. Damit alle mal dürfen. Supi. So, das nehmen wir dann mit. Inklusivsamen. Naja. Inklusivsamen können wir mittlerweile auch handeln, glaube ich. So, hier kein Wetter. Supi, freut mich. Jetzt kommt der Murzel. Kriegt auch einen Fußkick ab. So, was liegt hier unten? Eine Sinelbeere. Ich glaube, das ist besser, dass ich jetzt diesmal gleich die Treppe immer genommen habe. Weil vielleicht schaffen wir denn ein bisschen mehr in dieser Folge. Wobei, die Hälfte ist schon wieder vorbei. Müssen wir mal schauen, ne? Ja. Du sollst sterben. So. Dann gehen wir hier runter. Und hier so lang. Geht doch. 118, hier noch eine Sinelbeere. Würde ja echt begrüßen, wenn jetzt schon so eine Kastanie auftauchen würde. Wieder nur Grüngummi. Wahrscheinlich ist unser Inventar wieder voll, wenn wir so eine Kastanie finden. Wenn wir überhaupt eine Kastanie finden, ist ja noch gar nicht sicher. Vielleicht brauchen wir jetzt auch mehrere Runs. Und wenn, falls wir das wirklich brauchen, dann werde ich das auf jeden Fall offscreen machen. Das werde ich euch nicht antun. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich euch mittlerweile schon angetan habe, indem wir hier einfach nur ein Dungeon rumgegangen sind, nur weil wir storymäßig nichts machen konnten und alles. Letzte Folge jetzt ja auch. Naja, mehr oder weniger vergeudet. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Folge jetzt auch schon wieder vergeudet wird. Daher, naja, mal schauen. Ach ey, Planers. Du lernst es aber auch nicht. So, hier ist wieder die Dings. Ja, ab U9 werde ich die ganze Ebene dann immer untersuchen. Oder ab jetzt schon, ich bin mir nicht sicher. Ach halt, da liegt noch ein Item. Sinelbeere, okay. Gut, machen wir doch ab U9. So, ab jetzt. Ganze Ebene. So, kein Wetter. Da, Kastanie. Her damit. Genau, ab hier sind nämlich die Mankeys. Deswegen war mir, also vom rein logischen her dachte ich dann halt, dass die Kastanien sind. Wusste jetzt nicht, ob ab U8 auch schon was ist, aber ab U9 war ich mir auf jeden Fall sicher. So, Planas, wo bist du? Gib mir die Kastanie. Hier ist Sackgasse, okay. Jetzt muss ich diese blöde Planas finden. Aber das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, ne? So, hier hoch. Na, ich will nicht darauf. Ja, ja. So. Planas! Mama Piep! Da bist du. Da ist sie. Nein! Wusste ich's doch. Ach so. Absolute hat sie. Wobei. Items.
Grüngummi haben wir, glaube ich, dreimal aufgenommen, ne? Warte mal, da war eins. Zwei. Auch nur zweimal. Egal, wir hauen jetzt Grüngummi weg. Weil ich habe das... Die Größe wird... Also ich habe... Also ich denke, dass wenn wir jetzt nicht rausgehen mit dem Flea-Op, das Item von Absoli nicht mehr so bekommen... nehmen. So. Da unten ist die Kastanie jetzt drin. Gut, dann setzen wir jetzt Flea-Op ein. Level 26 sind wir. Weiß gar nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Oh, jetzt pennen wir schon wieder in der Nacht. Und jetzt können wir doch die Mankys die Kastanie geben. Mal schauen. Flop, flop. Aber die ist nicht geschält. Können wir die jetzt schälen? Also, ich spreche sie erst an, ne? Ganz sicher. So. Hä? Habt ihr uns eine geschälte Kastanie gebracht? Oh, eine Kastanie. Wir wollen eine geschälte Kastanie. Los, gib sie her. Wir werden dann auch ganz hart arbeiten. Hergeben. So, geschälte Kastanie und übergibt sie. Ja. Supi. Ja, eine geschälte Kastanie. Also los, ihr Vollpätze. Packen wir es an. Hacken, hacken. Was steht ihr da so rum? Na los, kommt endlich in die Gänge. Wir werden die Basis in Handumdrehen renoviert haben. Wir tragen das Baumaterial her und modeln das Gebäude um. Da wird nicht lange gefackelt oder gefuchtelt. So, dann bin ich mal gespannt. Und so, motiviert durch eine weitere geschälte Kastanie, setzt die Mankey-Bande die Renovierungsarbeiten an der Ritter-Teambasis fort. Bald waren die Renovierungsarbeiten an der Basis fast beendet. Hä? Hey, habt ihr uns eine geschälte Kastanie? Alter, gib mir doch ein... Leck mich doch am Arsch. Echt jetzt? Jetzt muss ich noch eine geschälte Kastanie bringen. Na gut, das machen wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall. Also, vergeudet war die Folge jetzt nicht. Wir haben es endlich geschafft. Und das hätten wir schon längst hinter uns haben können, wenn ich die letzte Folge diese fucking Kastanien nicht gegessen hätte. Ich beiß mir gerade selber in den Hintern. Nein, weiß ich nicht. Da komme ich gar nicht an. So gelenkig bin ich gar nicht. War ich vor 10 Jahren vielleicht mal, als ich noch jung war. Scheiße, Menno. Wir gehen mal zu Welsam, mal gucken, ob er immer noch den gleichen Stuss redet. Boah, wieso bloß habe ich das Gefühl, es ist noch nicht vorbei. Meine Barthaare. Ich kann fühlen, dass es weitere Erdbeben geben wird. Und zwar jede Menge. Okay, diesmal hat er einen anderen Stuss geredet. Hallo, Safkan. Hallo. Ich habe mich gehärtet, als das Beben begann. Ich konnte keinen Schritt gehen. Ich habe in meinem Panzer gezittert. War allein der Gedanke macht mir Angst. Aha, okay. Okay, so hier kommen wir auch nirgends wie hin, nirgends wohin, wollte ich sagen. Mal schauen, was die anderen sagen. Wenn die jetzt alle irgendwie was anderes sagen, müssen die hier auch was anderes sagen. Das Erdbeben war richtig heftig. Wenn das hier schon passiert, werden dann noch schlimmere Katastrophen unseren Platz heimsuchen. Wie war das? Ist Samsala zurück? Ich weiß nicht. Sie sind jedenfalls nicht auf dem Pokémon-Platz. Ich glaube nicht, dass das Team schon wieder da ist. Das Beben war anders als sonst. Es hat mich völlig überrascht. Beinahe wäre ich in dem Teich ertrunken. Ein Lombrero, das ertrinkt, okay. Oh, wie schockierend. Das Erdbeben war ja fürchterlich. Na gut, was war das hier eigentlich nochmal? Hallo, willkommen beim Schlupfunk-Link. Ah, okay. Hier kann ich die... Attacken kombinieren.
RA Link tauschen. Aha, okay, so geht das so. Und R. Ne, ich lasse das mal lieber. Nein. Alles klar. So. Na, ich würde sagen, das war's dann auch schon. Warte, erst noch eine Flea abkaufen für die nächste Folge. Halt. Nein, ich kann diesmal kein Flea abkaufen. Kann ich hier Flea abkaufen? Fuck, und nun? Ja, gut, dann schauen wir mal in der nächsten Folge, ob wir irgendeine Mission im Tumultwald haben, was bis U9 geht. Damit wir die Kastanie bekommen. Na gut, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Also nächste Folge heißt es auch wieder, dass wir eine Kastanie suchen müssen. Ich überlege gerade schon, ob ich das offscreen machen werde oder nicht. Aber das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschalten würdet. Bis dahin, tschüss.